Ja, Jesche hat eben erwähnt, dass wir uns in Plum Village kennengelernt haben. Und ich würde gerne ein bisschen zu meinem Hintergrund sagen, damit Sie auch verstehen können, mit welchen Augen ich auf dieses Thema schaue. Ich habe 5 Jahre in der Gemeinschaft von Thich Nhat Hanh gelebt, der sehr bekannte Zen-Meister und Poet und der auch sehr für seine Friedens Initiativen, seine friedensschaffenden Fähigkeiten bekannt ist und der sehr viel dazu gelebt und entwickelt hat, wie wir in Frieden miteinander leben können. Und als ich zum ersten Mal dorthin kam, hat mich das ganz, ganz tief berührt, diese Gemeinschaft da zu sehen, mit welcher Liebe die zusammenleben. Und es hat mich sehr gerufen. Ich habe in jungen Jahren Meditation kennengelernt, aber das hatte mir bis dato nicht so sehr geholfen, auch in meinen Beziehungen sehr glücklich und friedvoll und achtsam zu leben. Und dort habe ich sehr viel gefunden, was mir sehr geholfen hat. Das Interessante dort ist, dass das ganz Wesentliche dort für die Menschen, die da leben, ist, in Harmonie zu leben. Wenn entschieden wird, ob jemand dort lange leben kann, ob jemand als Novize akzeptiert wird, ordiniert wird oder Dharma-Lehrer wird, dann ist das wichtige Kriterium, lebt die Person in Harmonie mit den anderen. Und nicht, ob sie einen schönen Dharma-Vortrag halten kann, andere Fähigkeiten hat, sondern das ist wesentlich. Und es gilt als wirklich ein Ausdruck von gelebtem Dharma, von Verstehen und Liebe. Wie bin ich in meinen Beziehungen? Lebe ich wirklich Verstehen und Liebe? Und unter dem Gesichtspunkt machen uns Beziehungen sehr real. Ich kann mir wirklich anschauen, wo bin ich? Wie sieht das aus mit mir, wenn ich aufrichtig hinschaue? Ich habe nach dem Gemeinschaftsleben bin ich in eine Ehe und in eine Kleinfamilie eingestiegen. Unser Sohn ist jetzt 8 Jahre und das ist ein weiteres Übungsfeld dort. Und ich habe festgestellt, die sieht so anders aus, aber es geht so sehr um das Gleiche. Und ich denke genauso in unserem Berufsleben oder in unserem Leben mit Freunden. Ich möchte gern, bevor ich auf dieses Beziehungsthema im üblichen Sinne komme, 2 Sachen voranstellen, weil das so wesentlich ist für Beziehungen. Und das eine ist unser Netz von Beziehungen. Ob uns das bewusst ist oder nicht bewusst ist, wir leben alle in einem solchen Netz von Beziehungen. Als Kinder, als Babys, wir lernen in Beziehungen. Wir sind ständig in Beziehung zu allem anderen. Und mit der Achtsamkeit können wir dafür immer wacher werden, wahrnehmen, wie stark bin ich eigentlich in Beziehung zu allem, wenn ich wirklich da bin. Wenn ich 1 Kilo Äpfel kaufe, womit bin ich da eigentlich alles in Kontakt? Von den Händlern, den Bauern, der Erde, der Sonne. Ich bin mit so vielen ständig in Kontakt und in Beziehung. Und diese Verwobenheit immer mehr zu spüren, durch die Achtsamkeit, durch das wirklich in Berührung sein, das gibt meinen persönlichen Beziehungen einen ganz anderen Boden. Das kann es sehr entlasten, meine großen Erwartungen an Geborgenheit, an geliebt werden, die ich vielleicht an eine Person richte, wenn ich mich wirklich bezogen und verwoben fühle mit dem ganzen Leben. Und das ist eigentlich der Boden, auf dem auch unsere persönlichen Beziehungen stattfinden. Und alle diese Beziehungen, die wir haben in unserem Leben, die berühren Angenehmes und Unangenehmes, Heilsames, Unheilsames, machen mich glücklich oder machen mich unglücklich. In einer Zweierbeziehung kann ich vielleicht große Liebe empfinden,
und auf der anderen Seite vielleicht sehr großen Ärger, Traurigkeit, die ganze Palette von Emotionen. In Gemeinschaft kann ich mich verbunden fühlen, aber auch vielleicht starken kollektiven Ängsten begegnen. In der Natur kann ich mich eins fühlen und vielleicht große existenzielle Erfahrungen haben, wenn ich im Gewitter draußen bin. Mit meinem Laptop, da kann ich mich freuen, wenn es gut geht. Und wenn es wieder mal gar nicht geht, dann kommt mein Ärger oder Ohnmachtsgefühl in mir auf. Und all diese Beziehungen, die lösen etwas in mir aus. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dem Leben in mir um und um mich herum? Und das ist eigentlich so die Frage im Beziehungsleben. Und da sind wir bei dem zweiten Punkt, den ich gern voranstellen möchte. Das ist die Beziehung zu mir selber. Weil es so maßgeblich ist, welche Beziehung habe ich zu mir selber, wie meine Beziehung zu anderen aussehen. Wenn ich wenig Mitgefühl mit mir habe, dann wird es sehr schwierig sein, mit meinem Partner mitfühlend zu sein. Wenn ich ganz hohe Anforderungen an mich habe, dann werde ich die wahrscheinlich auch an meinen Partner und meine Kinder haben. Wenn ich großzügig mit mir bin, dann fällt es mir auch mit den Menschen um mich herum leicht. Und da kommt die Achtsamkeit, die Rolle der Achtsamkeit so sehr ins Spiel. Die Achtsamkeit hilft mir wahrzunehmen, was ist gerade in diesem Moment in meinem Körper und Geist im Außen wirklich dafür da zu sein. Und das mit einem offenen, freundlichen Geist. Ganz, ganz wichtig. Denn die Achtsamkeit, die urteilt nicht. Es ist einfach die Wahrnehmung, das Gewahrsein. Und ich kann mit der Achtsamkeit immer mehr mir erlauben, anzuschauen, meine Gefühle, meine Geisteszustände. Bin ich erschöpft? Bin ich freudig? Bin ich entspannt? Bin ich ungeduldig? Und ich kann die angenehmen und unangenehmen immer mehr annehmen. Meine Akzeptanz, die wächst. Und ich kann mich mehr sein lassen. Und damit die anderen auch. Und das ist etwas, was schon ganz großen Einfluss hat auf unsere Beziehung. Wenn ich mich immer mehr akzeptiere, dann fällt es mir im Außen auch viel, viel leichter, mit den Schwächen von meinem Partner oder von meinen Kindern umzugehen. Und die Achtsamkeit nährt erstmal ganz stark die Beziehung zu mir selber. Ich lasse mich nicht mehr alleine. Wenn in mir Ärger aufkommt, dann muss ich das nicht wegpacken. Ich lasse mich damit nicht alleine. Ich bin dafür da. Ich nehme das wahr. Und ich kann sowas so wie eine gute Freundin für mich selber sein. Mit der Achtsamkeit. Ich fand das sehr schön da. Es gibt ein Buch, das heißt Das achtsame Gehirn von Daniel Siegel, ein amerikanischer Psychologe, Neurologe. Und der hat es so definiert. Der hat gesagt, die Achtsamkeit ist eine Form der gesunden Beziehung zu sich selbst. Ich finde, das ist sehr schön ausgedrückt, was das heißt erstmal. Wenn ich mich immer mehr kennenlerne, weil ich einfach aufmerksam bin für mich, was in mir geschieht, wenn jemand mir ein harsches Wort sagt oder wenn ich eine bestimmte Erfahrung mache, wenn ich zum Beispiel meine Angst vor Armut kennengelernt habe, zugelassen habe, dann kann ich auch mit einem Obdachlosen in Kontakt kommen, kann ihm offen in die Augen schauen und mit ihm sprechen. Ich muss mich abgrenzen, weil mir etwas Angst macht. Und dieses sich kennen, dieses sich selber wahrnehmen, ist so ein Geschenk für andere Menschen auch, mit denen wir sind.
Ich habe im letzten Jahr angefangen, Retreats für Mütter speziell anzubieten. Und da ist ein ganz großes Thema. Dieser tiefe Wunsch vieler Mütter, ganz für ihre Kinder da zu sein. Und die große Schwierigkeit, für sich selber auch da zu sein. Sich selber zu nähren, sich gut um sich zu kümmern. Und nicht zu sehen, dass ich alles eben an mein Kind von mir weitergebe. Wenn ich mich nicht gut um meinen Ärger kümmere als Mutter, dann landet das auch beim Kind. Wenn ich, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe, wird mein Kind auch sehr annehmen, wie ich spreche. Und es ist so wichtig zu sehen, den Respekt, den ich mir selber gebe, den gebe ich gleichzeitig auch den Menschen um mich herum. Weil wenn ich mich gut um mich kümmere, dann kann ich auch mein Bestes geben an andere. Thich Nhat Hanh hat deshalb mal vorgeschlagen, ein Institut für Happiness, für Glück zu gründen, in dem Paare, bevor sie heiraten, ein Jahr zusammenkommen und einfach sich selber erstmal kennenlernen. Was ist alles in mir? Meine heilsamen Qualitäten und Samen, meine unheilsamen, und lernen, sich gut darum zu kümmern. Und dann das eben auch beim anderen tun zu können. Ein Jahr wirklich sich selber kennenzulernen und den anderen kennenzulernen. Und das ist für Zweierbeziehungen so wesentlich. Sehe ich, was ist in mir und wie gehe ich damit um? Und kann ich das auch beim anderen sehen? Beim Leben zum Beispiel in Gemeinschaften, im Kloster, ist es genauso wichtig. Ich habe einmal einen ehrwürdigen alten vietnamesischen Mönch, den Thayak Thanh, der schon verstorben ist, gefragt, als ich die Frage in mir bewegt habe, dort zu ordinieren, was muss ich mitbringen, um glücklich als Nonne leben zu können? Und er sagte, du musst dich gut kennen. Und ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, was er damit meinte. Und jetzt in meinem Eheleben lerne ich es langsam verstehen, was das heißt. Wir brauchen Offenheit für uns selber und auch für die Menschen um uns herum. Es gibt diesen schönen Satz in der Metta-Meditation, möge ich mich selbst anschauen mit Augen des Verstehens und der Liebe. Und da liegt so viel drin. So diese Augen, erstmal mich selber so anzuschauen. Augen wie, vielleicht hatten wir so eine Großmutter, die uns so angeguckt hat mit diesem Blick von, es ist alles in Ordnung. Mit den Augen mich selber anzuschauen. Mit dieser Wärme für mich selber und in die Akzeptanz zu gehen mit mir selber. Das kann ich nicht machen, aber ich kann mich öffnen dafür. Ich kann mich öffnen dafür, all das anzunehmen, was in mir ist. Meine stärkste Erfahrung damit war einmal, da habe ich 2 Jahre in Plum Village gelebt, hatte viel von mir gesehen, nicht so angenehme Dinge. Und saß eines Tages da und da kam so der Satz in mir, jetzt würde ich mich heiraten. Und der kam einfach so. Und das hat nicht bedeutet, dass ich jetzt unglaublich viel verwandelt hätte oder was Riesiges geschehen war, sondern einfach so ein Akzeptieren. Okay, gut. So ein Ja einfach, großes Ja zu spüren. Und wenn wir dieses Ja berühren, dann sind wir auch freier, all das Schöne in uns zu sehen. Weil viele von uns auch eher die Schwierigkeiten sehen, das, was nicht stimmt, als die ganzen Schönheiten in uns. Wenn wir uns einen Tag angucken, gibt es bestimmt unzählige Gedanken oder Taten,
wo wir anderen auch Gutes getan haben oder Freude gemacht haben. Es kann ein Lächeln gewesen sein, eine hilfreiche Tat. Das alles zu sehen und uns selber wertzuschätzen, das ist für viele von uns überhaupt nicht mehr klar. Es gibt so viel Selbstablehnung. Und diese Wertschätzung ist so wichtig. Wenn ich die für mich selber habe, dann bin ich auch freier im Außen. Ich kann mich freuen an Wertschätzung, aber ich spüre sie auch für mich. Und in Beziehung ist es in meiner Erfahrung ein großer Schlüssel für glückliche Beziehungen. Die Wertschätzung füreinander. Bei Kindern sehen wir das ganz einfach. Wenn wir die wertschätzen, dann blühen die. Und wenn wir sie verurteilen, dann schrumpfen die vor unseren Augen. Bei uns ist es nicht mehr so deutlich. Wenn unser Sohn Freunde mitbringt, zum Beispiel mittags, und wir sagen so, ach Johann, schön, dass du wieder da bist oder dass du mal wieder kommst, dann richtet sich was auf. So einfach zu sehen. Und in uns geht's ähnlich. Vielleicht zeigen wir es nicht mehr so. In schwierigen Zeiten ist es ganz besonders wichtig, die Wertschätzung zu bewahren. Eine Freundin von mir, die hat hier die Mönche und Nonnen in dem neuen Zentrum in Waldbröl besucht, als sie am Anfang da ankam und es war Winter und die Heizung funktionierte noch nicht. Es war kein Geld da und es gab so viele Missverständnisse. Und diese Freundin hat da 2 Wochen verbracht und hat gesagt, eines Tages hat sie eine Schwester gefragt, sag mal, wie macht ihr das? Ich sehe hier, läuft so viel schief, so viele Missverständnisse, aber ihr seid so liebevoll miteinander. Wie macht ihr das? Und diese Schwester hat geantwortet, wir bleiben in der Wertschätzung füreinander. Wir gehen nicht in die Beschuldigung. Wir bleiben in der Wertschätzung. Und das ist so wesentlich, dass ich, wenn ich eine Schwierigkeit habe in meiner Partnerschaft, in der Familie, weiter auch das Schöne sehe. Mein Blick nicht so verengere, mein Herz ganz zumache, sondern noch in der Lage bin, auch das Schöne zu schätzen und zu würdigen. Und auch im anderen immer wieder den möglichen Buddha zu sehen. Meine Sicht ist so wesentlich. Kinder merken das völlig, wie man sie anschaut. Sehe ich diesen kleinen Buddha in ihm oder sehe ich gerade ein kleines Monster, wenn gerade rumtobt? Und die sind da ganz, ganz offen für. Und ich glaube, wir Erwachsenen spüren das auch sehr. Was sehe ich im anderen? Woran richte ich mich? Und das ist eigentlich die Grundlage, um auch schwierige Sachen anzugucken, dass ich weiterhin den Buddha und das schöne Potenzial sehe im anderen. Ein weiterer Aspekt ist das Umgehen mit den schwierigen Gefühlen, mit den schwierigen Zuständen. Wir können mit der Achtsamkeitspraxis lernen, weder vor den Gefühlen davonzulaufen oder sie zuzudecken, noch uns davon überwältigen zu lassen. Und das ist ein sehr großes eigenes Thema. Weil wir können, indem wir sie anerkennen und umarmen, beruhigen, zu einer Haltung zu ihnen kommen, dass wir mit ihnen sein können oder sie auflösen, verwandeln können. Dass wir einen mittleren Weg finden, mit unseren Gefühlen zu sein. Und das ist so nötig, dass ich keine Furcht habe vor diesen schwierigen Gefühlen, weil ich in Beziehungen sicherlich an schwierige Gefühle komme. Das ist anders kaum möglich.
Wenn wir unser Herz öffnen füreinander, dann öffnen wir uns auch für Verlust, für Enttäuschung, für all die schwierigen Aspekte auch. Aber wenn ich keine Furcht habe davor, dann muss ich auch nicht so schnell zurückgehen, mein Herz verschließen, sondern kann da sein, da bleiben und muss, wenn es sehr schwierig wird, nicht die Beziehung abbrechen oder davongehen. Wenn ich mich in mir wohlfühle, wenn ich auch meine schwierigen Gefühle annehmen kann, wenn ich mich in mir zu Hause fühle, dann kann ich das auch jemand anderem anbieten. Wenn ich mich wohlfühle in mir sicher, dann biete ich jemand anderem was an. Und ich denke, viele von uns kennen die Erfahrung, wenn wir ein Zuhause nur in jemand anderem gesucht haben oder auch in einer Gemeinschaft. Das geht vielleicht für eine Weile gut, aber irgendwann werden wir sehr auf uns zurückgeworfen. Und diese grundlegende Übung in der Achtsamkeit, in der Tradition von Thich Nhat Hanh, ist dieses, zu sich nach Hause zu kommen. Ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Es ist eine Grundübung für uns im Tag, dass wir dieses Zuhause in uns selber berühren und spüren und das dann mit anderen teilen können. Ich habe für das Durchgehen einiger wesentlicher Punkte zur Beziehung etwas sehr Einfaches ausgesucht, was aber in meinen Augen und in meiner Erfahrung so wesentlich ist. Das sind die vier Mantren der Liebe, die Thich Nhat Hanh einmal formuliert hat. Und die beschreiben sehr auch das, was passiert, wenn wir mit Achtsamkeit in unseren Beziehungen sind. Achtsamkeit schenkt uns ganz stark die Wahrnehmung überhaupt. Thay nennt es als Wunder, ist ein Wunder der Achtsamkeit, dass wir lebendiger werden und das, was um uns ist. Eine ganz junge Frau hat das mal bei einer Einführung ausgedrückt. Da stand in der Mitte ein Rosenstrauß. Wir haben eine kleine Meditation gemacht und dann hat sie nachher geteilt. Und als ich dann die Augen aufmachte, dann waren die Rosen plötzlich so da. Dieses Etwas ist wirklich da für mich. Ich nehme es wieder wahr. Und das schenkt uns die Achtsamkeit. Wir bleiben nicht in unseren Selbstverständlichkeiten hängen. Und manchmal braucht es große Katastrophen, dass man das wieder wahrnimmt. Zum Beispiel als Japan diese ganzen Tragödien stattfanden. Da haben viele von uns hier gemerkt, in Deutschland, ich kann laufen und die Erde bebt nicht und die Erde trägt mich. Da ist einfach was, was immer für mich da ist. Oder wenn wir einen Wasserhahn aufdrehen, da kommt Wasser raus, das können wir auch trinken. Und mit der Achtsamkeit brauchen wir diese Katastrophen nicht. Wir können gehen und spüren, da ist die Erde, die mich trägt. Oder morgens Wasserhahn aufdrehen und uns freuen, dass da Wasser zu uns kommt. Oder beim Frühstück uns freuen, dass unser Partner oder unsere Kinder immer noch da sitzen. Sie sind noch lebendig und wir haben wieder die Möglichkeit, zusammen schön zu frühstücken. Und das ist ein Riesengeschenk, das wahrzunehmen. Und das berührt dieses Geschenk des wirklich Präsentsein. Das zweite Mantra heißt, ich weiß, dass du da bist und darüber bin ich glücklich. Und das wirklich wahrzunehmen, der andere Mensch ist da und das macht mich glücklich. Und das ist in der Routine des Alltags unglaublich herausfordernd. Berufsleben, wenn wir Familie haben, von einem zum anderen, immer ist was los. Aber in der Routine dafür immer wieder wach zu bleiben, dass wir uns nicht so für selbstverständlich nehmen. Das ist ein ganz großes Geschenk. Und es auch uns auszudrücken,
uns zu sagen, Mensch, schön, dass wir diesen gemeinsamen Abend haben. Ich freue mich so, dass wir die Zeit haben. Oder unseren Kindern zu sagen, Mensch, schön, dass ihr zu uns gekommen seid. Schön, dass wir zusammenleben. Oder beim Essen zu sitzen und zu sagen, toll, dass wir dieses Essen haben. Wir haben genug zu essen und wir sind miteinander. Und das gibt uns so einen Raum für all die Schwierigkeiten, die auch auftreten im Alltag. Einfach ganz klar ist. Das erste Mantra heißt, ich bin da für dich. Also ich schenke dir meine Präsenz. Ich bin wirklich da für dich. Und Thich Nhat Hanh sagt, Lieben heißt Präsenz sein. Also eine Definition von Liebe. Und wenn ich unsere 8 Ehejahre angucke, dann kann ich das voll unterschreiben. Das ist für mich das größte Geschenk, wenn ich wahrnehme, dass mein Partner, mein Mann wirklich da ist, dass wir wirklich zusammen sind. Und das berührt einmal die Qualität unseres Zusammenseins. Bin ich wirklich da oder bin ich noch 60% bei der Arbeit oder bei meinen Projekten? Bin ich wirklich da? Wie gesammelt bin ich, wenn ich mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, zusammen bin? Wir machen das manchmal so abends, wenn wir den Eindruck haben, naja, so richtig sind wir nicht mehr da, dass wir uns fragen, wie viel Prozent bist du noch da? Und wenn wir so 60, 70 oder 50 oder noch weniger haben, dann vermeiden wir es, über Sachen zu sprechen, die vielleicht wichtig oder nicht so einfach sind. Einfach wirklich zu sehen, nein, die Energie ist gar nicht mehr da, es geht nicht. Und zu sehen, dass auch wenn ich müde bin, aber wenn ich nach Hause komme, bevor ich aufschließe, mich nochmal kurz sammeln und nicht alles von Arbeit, von meinem Tag einfach mit reinschleppe, sondern nochmal einen Moment innehalte und weiß so, jetzt sehe ich mein Kind, meinen Mann, wenn ich da die Tür aufmache. Die Quantität ist auch ganz wesentlich. Wie viel bin ich da mit meinem Leben? Wie viel Zeit gebe ich mir im Alltag mit meinen Freunden oder mit meiner Familie, meinem Partner wirklich zu sein? Oder habe ich andere Prioritäten? Ist immer sehr vieles wichtiger. Oder meine Eltern. Bin ich auch noch da für meine Eltern? Nehme ich mir die Zeit? Da wirklich in mein Leben zu schauen. Wie sehr bin ich da? Wie viel Energie schenke ich auch? Und eine weitere Definition, die ich sehr, sehr schön finde von Thich Nhat Hanh ist, dass Leben bedeutet, zu respektieren, zu schützen und sich zu kümmern. Und in diesem Caring, da liegt ganz viel drin, wirklich mich zu kümmern, wirklich da zu sein. Und das heißt, ich muss immer wieder auch meine Komfortzone verlassen. Vielleicht habe ich es mir gerade gemütlich gemacht und dann kommt jemand und sagt, ach, kannst du dir das noch angucken? Oder ich brauche das noch. Und mit Kindern kennen wir das ständig, aus diesem Komfort gerufen zu werden und dazu bereit zu sein. Und wir können uns damit so viel Freude schenken. Es sind manchmal so ganz kleine, einfache Sachen. Denn der Alltag besteht oft so, um diese Punkte, um den Haushalt oder um Verabredungen. Ich habe auf einem Retreat in Braunschweig zur Beziehung, da hatten wir das Thema, und da war ein junger Mann, dessen Freundin nicht glücklich war, dass er jetzt das Wochenende wieder weg ist. Wir haben 2 Kinder und sie alleine zu Hause ist. Und am nächsten Tag hat er erzählt, dass seine Freundin so glücklich war, weil er nach dem Retreat noch geputzt hat. Das ist eine ganz einfache Sache, aber er hat ihr das Gefühl gegeben, sie macht dieses Wochenende nicht alleine. Und bei ihm ging es anscheinend viel ums Putzen und um die Sachen. Und einfach, dass er mal das einfach nur gemacht hat, sich darum gekümmert hat, hat sie ganz glücklich gemacht. Und am nächsten Tag hat er zwischendurch angerufen und diese kleinen Sachen,
die so einfach sind und die, mit denen wir uns so glücklich machen können. Da wirklich auch drauf zu achten. Denn wenn es viele kleine Sachen gibt, die uns unglücklich machen, dann sammelt sich das so schön an, zu so einem schönen, dicken Knoten. Und das ist oft gar nicht nötig. Die zwei weiteren Mantren, die beziehen sich darauf, wenn Leiden da ist, wenn Konflikte auftauchen oder nur einer der Partner leidet. Und da ist es auch so wesentlich, wie gehe ich selber mit Schmerzen in meinem Leben um? Schaue ich mir meine Leiden an oder gehe ich eher zum Fernsehen oder zum Telefon oder zum E-Mail oder zum Kühlschrank? Bin ich wirklich dafür da, für mein Leiden auch? Lasse ich mich berühren davon? Und kann ich damit sein? Oder verdränge ich es eher oder überspiele es? Und in unserer Gesellschaft ist es so angesagt. Die Kinder lernen ganz schnell schon, wenn sie hinfallen, ein Trösterchen zu kriegen. Was Süßes da drauf. Und vieles, was schmerzhaft ist, wird nicht öffentlich ausgedrückt. Und es ist so wunderbar, wenn Leiden einfach da sein darf. Wenn wir mit Freunden sind oder mit Partner, wo mein Leiden einfach da sein darf, wo ich erzählen kann, wo mir zugehört wird. Und das allein ist schon ganz, ganz heilend. Es ist eine riesige Kraft in dem tiefen Zuhören, in wirklich mit Mitgefühl zuzuhören. Es ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was wir uns machen können. In Plum Village gibt es Retreats, wo Palästinenser und Israelis zusammenkommen und die ersten Tage nur die Palästinenser sprechen und die Israelis nur zuhören und die nächsten Tage die Israelis nur sprechen und die Palästinenser nur zuhören, bevor es wieder in Auseinandersetzung geht, um sich einfach wirklich berühren zu lassen von dem Leiden der anderen, von dem, was sie wirklich sagen und nicht gleich das eigene, die Entgegnung reinzubringen. Und das ist so heilend, einen Raum zu schaffen, wo wir einfach uns zuhören. Eine Freundin von uns in der Sangha, die hat jetzt am Mittwoch bei uns berichtet, sie hat einen pubertierenden Sohn, der jetzt beim Vater lebt, die hat eine ganz schmerzliche Trennung. Der Junge ist völlig überfordert, nur noch aggressiv. Und sie ist immer so eingestiegen, wenn er aggressiv wurde. Und letztes Wochenende ist es ihr erste Mal gelungen, als er am Telefon einen völligen Wutanfall hatte, sie völlig beschimpft hat, ruhig zu bleiben und zu sehen, was das eigentlich für ein Ausdruck ist von dem Jungen. Wie es da eigentlich in ihm schreit um Leiden. Und sie ist nicht eingestiegen und sie haben das Gespräch auf eine Art beendet und am nächsten Tag hat er aus der Schule in der Pause angerufen und ihr gesagt, Mama, mir tut das so leid, ich kann mich im Moment nicht zurückhalten, ich bin einfach so wütend. Und sie war so glücklich darüber, dass sie einfach nur zuhören konnte und nicht mehr einsteigen musste. Es ist eine ganz große Kraft drin. Ich weiß, dass du leidest und ich bin für dich da. Das ist das dritte Mantra. Und da können wir schauen, wie ist es, wenn die Menschen in der Umgebung leiden? Bin ich für sie da? Wie groß muss das Leiden vielleicht erst sein, bevor ich wirklich da bin? Oder sind mir viele Sachen immer wichtiger? Oder in welcher Haltung nähere ich mich dem? Ah, schon wieder die Geschichte. Wie gehe ich auf das Leiden zu von jemand? Das vierte Mantra heißt, ich leide, bitte hilf mir. Und das ist auch so wesentlich, gerade wenn wir leiden vermeintlich wegen des anderen. Denn wir haben eine ganz große Chance in Partnerschaften, uns Leiden anzuschauen und uns davon zu befreien.
Denn wenn wir in Beziehung gehen, dann bringen wir alle unsere Geschichte mit. Aus der Ursprungsfamilie, aus früheren Partnerschaften. Und da sind schwierige Aspekte bei den meisten von uns. Und die werden wir wieder berühren. Und das nicht als Fluch zu sehen, sondern als Chance. Wirklich zu sehen, was ist da, das anzunehmen und zu verwandeln. Denn meistens sind es Themen, die schon von vielen Generationen uns gegeben wurden, Familienthemen. Und das ist wirklich dieses Samsara, der Kreislauf, der immer und immer weiterläuft und den wir genauso an die Kinder weitergeben können. Und ich empfinde es oft als so ein Glück, in diesen Zeiten zu leben. Wir haben so viele Möglichkeiten von Therapien, bis spirituellen Wegen, wirklich wach zu werden und zu gucken, was passiert in mir und wo bin ich in einem Kreislauf von Leiden und wie kann ich da rauskommen. Ich habe das für mich selber so erlebt im Plum Village und in meinen Single-Zeiten. Da habe ich mich als relativ freier Mensch gefühlt, auch in der Gemeinschaft, in der großen. Aber als ich dann Mutter wurde, da sah es in mir ganz anders aus. Da war ich plötzlich verbunden mit der ganzen Reihe auch der weiblichen Vorfahren, was die in der Familie erlebt haben und was mir meine Oma, meine Mutter mitgegeben hat. Und ich habe gemerkt, da habe ich einiges zu mir anzuschauen und zu bewegen. Da habe ich einiges mitbekommen. Und diese Chance jetzt, da auch wirklich hinzugucken. Paartherapeuten, die sagen, zwei Menschen, wenn die zusammenkommen, das ist wie zwei Eisberge. Man sieht, ein Achtel ist über der Wasseroberfläche. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Und die sieben Achtel, die agieren ganz selbstständig miteinander. Und da zu schauen, was ist noch unter der Oberfläche und wie agiert das zusammen. Schön, glaub mir. Ja, was können wir machen oder nicht machen, wenn wir uns so verhaken in unseren Beziehungen? Ein ganz wichtiger Aspekt ist, offen zu bleiben, überhaupt das Leiden zu sehen und sich nicht so in den Inhalten zu verhaken. Anzugucken, was ist das, wenn wir ganz verhakt sind, sondern unser Herz zu öffnen, einfach nur wahrzunehmen, du leidest im Moment und ich leide im Moment. Und lass uns mal die ganzen Inhalte zur Seite legen und lass uns wieder spüren, wir leiden und wir möchten da völlig raus. Wir möchten wieder glücklich sein miteinander. Weil in dem Moment ist eine Verbindung wieder da. Dann kann ich aus dieser Trennung, in diesem du hast mir das angetan oder das hat mich verletzt, wieder rauskommen. Wirklich empfindsam bleiben für das Leiden in dem Moment. Und das hilft uns auch so aus diesem Opfer-Täter rauszukommen. Du hast Schuld. Das Leiden zu sehen, kann mich verbinden und mein Mitgefühl auch wecken. Für den anderen und für mich wieder zu spüren, was ist da für ein Leiden. Und das schützt uns ganz, ganz stark. Wenn ich wirklich offen dafür bin, dann bin ich selber geschützt vor meinen eigenen Geistesreaktionen, in die totale Wut zu gehen, in Hass zu kommen. Und das schützt uns, den anderen nicht als Feind zu sehen. Das ist manchmal so subtil, dass man eine andere Person zum Feind macht. Und es gibt ein wunderschönes Gedicht von Tai, wo er sagt, der Mensch ist niemals unser Feind, nur Gier, Hass und Verblendung. Und in den Konflikten zu sehen, mein Partner ist nicht mein Feind, sondern da ist die Wut in ihm, mit der ich jetzt solche Schwierigkeiten habe. Und dieser Schutz kann uns so gut tun, nicht in diesen destruktiven Kreislauf einzusteigen. Wenn ich mein Herz nicht öffnen kann, mich nicht berühren lassen kann, dann kann ich versuchen, es
über Verstehen auch anzuschauen. Vielleicht ganz nüchtern. Weil wenn ich wirklich verstehe, dann regt sich oft auch mein Herz. Ich finde es sehr, sehr hilfreich, im Buddhismus dieses Wort, was so viel ausdrückt von der Wirklichkeit, nicht selbst, zu sehen, dass alles aus anderen Elementen besteht. Dass der Tisch aus lauter Nicht-Tisch-Elementen besteht. Aus Holz, aus Erde, aus Sonne, aus Werkzeug, aus Handwerker. Der ist völlig daraus zusammengesetzt. Und wir als Menschen auch. Wenn mein Partner ganz viel Wut hat, dann kann ich das so anschauen, zu sehen, vielleicht hatte er Bedingungen in der Kindheit, die ihn haben so wütend werden lassen. Vielleicht war sein Großvater schon so wütend. Vielleicht sind im Moment die und die Bedingungen, die ihn wütend machen. Und ich kann aktiv schauen, was ist das? Und sehe, dass das nichts Festes ist. Wenn ich die und die Bedingungen ändere, dann bewegt sich auch in dem Menschen was. Wir haben oft das Gefühl, der ist immer so. Der wird so festgemacht. Und dann wird es richtig schwierig, wenn wir dem anderen keine Chance mehr lassen. Aber wenn ich weiß, nur die Bedingungen müssten sich ändern, dann wird sich auch dieser Mensch wieder ändern. Dann bringt das mehr Weite rein, mehr Raum wieder. Und ich kann sogar einen Schritt weiter gehen und gucken, kann ich was dafür tun, dass sich die Bedingungen ändern. Ich muss nicht meinem Partner sagen, du solltest dich mal mehr um deinen Ärger kümmern. Ich kann auch gucken, ja, was kann ich vielleicht auch in unserem Alltagsleben ändern, dass er nicht so schnell ärgerlich wird. Welche Bedingungen sind da? Und das kann ich auch tun mit meinen eigenen Gefühlen. Gucken, wenn ich wütend bin, worauf setzt sich das denn zusammen? Da ist vielleicht Erwartung vorher gewesen, Situation. Da war vielleicht, dass ich schlecht geschlafen habe, schon vorher vor dem Treffen. Da sind viele Elemente, vielleicht eine Traurigkeit in der Beziehung, die gemacht haben, dass diese Wut an diesem Tag entstanden ist. Und der Blick, der hilft mir so, diese ganzen Themen nicht allzu fest zu sehen, sondern zu merken, dass es eigentlich sehr, sehr fließend, sehr in Bewegung. Und das kann mir mehr Raum geben, zu sehen, die Dinge sind alle im Wandel. Mein Partner muss nicht, bis er 95 ist, immer jeden Tag über das und das wütend werden. Das muss nicht sein. Es kann vielleicht, aber es muss nicht. Ich möchte noch einen Punkt, nicht lange, aber dennoch erwähnen, weil der so wesentlich ist in Beziehungen. Und das ist die Kommunikation, unser Teilen, unser Zuhören. Wir haben das gerade schon berührt mit dem tiefen Zuhören. Und es ist so wichtig, sich dessen bewusst zu sein, wie wesentlich es ist, sich auszudrücken und sich zuzuhören. Das, was wir so wenig lernen, wir haben so wunderbare elektronische Kommunikationsmittel, aber unsere Kinder lernen im Kindergarten oder in der Schule nicht, ihre Gefühle wahrzunehmen oder die auszudrücken, dass sie verstanden werden. Die können im Kindergarten schon Englisch lernen, aber diese Grundfähigkeiten, die werden ihnen oft nicht vermittelt. Und wir können uns gerade mit einem Partner, weil es uns so am Herzen liegt, dafür wieder öffnen, wirklich zu versuchen, so zu sprechen, dass der andere mich hören kann. Und so zuzuhören, dass ich auch wirklich verstehe. Es gibt in unserer Tradition da sehr viel Übung zu. Und ich möchte nur eigentlich eins näher ein bisschen drauf eingehen. Eins ist der Friedensvertrag, den lege ich nachher da aus. Das sind Anregungen, wie wir damit umgehen können, wenn wir uns geärgert haben. Die finde ich sehr, sehr anregend, sich das anzuschauen. Und vor allen Dingen zu gucken in der Partnerschaft, was sind denn unsere
nicht Regeln, aber unsere Orientierung. Gibt es was, worauf wir uns einigen können? Wie wollen wir umgehen, wenn wir uns geärgert haben? Oder wie wollen wir mit Kommunikation umgehen? Ich habe mit meinem Mann ein Abkommen, dass wir nicht nach 22 Uhr über schwierige Themen sprechen. Weil das nie funktioniert hat. Nicht einmal, wenn wir müde sind, damit anzufangen. Wir haben das Abkommen, nicht im Liegen anzufangen. Im Liegen, wenn man dann abends ins Bett geht und dann noch kurz vorm Einschlafen, hör mal, so. Das funktioniert auch nicht. Und auch dann nicht zu sprechen, wenn wir keine Zeit dafür haben. Wenn wir kurz was erwähnen, aber nicht wirklich Raum und Zeit haben, um was anzusprechen. Und das ist ganz hilfreich, da zu gucken, was ist denn bei uns so ein Thema? Wann funktioniert es bei uns denn nicht? Und können wir uns davor schützen? Können wir da was absprechen? Sister Gina, die Äbtissin im Lower Hamlet, die hat mal die 5 Ws für Kommunikation genannt. Die finde ich auch sehr hilfreich. Das ist das einmal wann. Wann spreche ich was an? Wie? Dann das wo? Dann das wem? Also wem sage ich das? Das was? Und das warum? Und diese Ws bisschen im Hintergrund zu haben, kann uns sehr schützen vor Kommunikation, die einfach deshalb nicht harmonisch ablaufen können, weil wir nicht auf die Bedingungen geachtet haben. Einfach aus dem Grunde. Ich möchte ein Ritual vorstellen, was so hilfreich ist im Zusammenleben und so hilft, immer wieder mit Achtsamkeit und Mitgefühl aufeinander zu schauen. Und das ist der Neuanfang. Das ist etwas, was wir als Paar oder als Familie der Gemeinschaft können. Und es ist eine Form, eine feste Form, um uns auszudrücken, um uns zuzuhören. Und darin mache ich im ersten Schritt, drücke ich aus, was in der Woche mich gefreut hat, weil ich geschätzt habe an meinem Partner. Worüber habe ich mich gefreut? Welche Schönheit habe ich wahrgenommen? Das heißt Blumen gießen. Also diesen schönen Samen in dem Menschen zu sehen, den zu gießen, dass es auch wirklich richtig blühen kann. Und das tut dem Menschen unglaublich gut, diese Blume gegossen zu werden, gegossen zu bekommen, zu hören, ich habe mich so gefreut, wie geduldig du da mit mir warst am letzten Donnerstag. Und die Person, die es ausdrückt, der tut's auch so gut, weil ich lerne damit, immer mehr auch all die Schönheiten zu sehen, meinen Blick wieder zu weiten, nicht nur das zu sehen, was schwierig ist, sondern wach zu sein in der Woche, was ist alles Schönes da? Und ich muss dann nicht auf Montag warten, bis ich das ausdrücken kann. Ich kann es auch ausdrücken. Aber ich weite meinen Blick dafür. Der zweite Punkt ist auszudrücken, was mir leid tut, was ich bereue. Was ich getan habe oder gesagt habe oder auch was ich nicht getan habe, nicht gesagt habe. Und das können ganz kleine Sachen sein. Wir denken vielleicht, ach, da war doch nichts. Bei mir geht's immer so, wenn ich mich hinsetze und gucke, ich finde immer was. Es kann nur eine Kleinigkeit sein. Das dritte ist, eine Verletzung auszudrücken. Etwas, was mir Schwierigkeiten gemacht hat vom anderen. Und es so auszudrücken, ohne Vorwurf wirklich bei mir zu bleiben. Und das Schöne ist, ich darf das nur ausdrücken, wenn ich auch vorher in der Lage war, die Blumen zu gießen. Also wenn mein Blick nicht nur auf diese Verletzung gerichtet ist. Und das Letzte ist, dass ich in dem Ritual einfach teilen kann, wie geht es mir? Wie ist meine Woche? Einfach teilen, damit die andere Person mich besser versteht. Und dieses Ritual ist so hilfreich. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die das machen. Und ich übe das mit meinem Partner auch seit vielen Jahren.
Und ich kann wirklich sagen, das hat uns durch ganz schwierige Zeiten auch getragen, weil es eine Basis schafft. Es ist kein Allheilmittel natürlich. Aber wenn ich wirklich jede Woche mir die Zeit nehme, jede Woche, egal was ist, meine Wertschätzung ausdrücke, dann schafft das einen wunderbaren Boden und ganz viel Vertrauen. Und das Schöne ist, dass dieser Raum, wenn ich dieses Ritual mache, dass der wirklich geschützt ist. Es ist so ein Unterschied, ob ich zwischen Tür und Angel etwas anspreche oder ob wir voreinander sitzen, eine Blume zwischen uns haben und wirklich ganz da sind und die Dinge aussprechen. Und ich kann so lernen, den anderen zu verstehen dabei. Weil manche Sachen brauchen so lange. Manche Dinge brauchen Jahre, bis wir die beim anderen verstehen. Ich habe das so erlebt. Wir hatten nach der Geburt unseres Sohnes eine ganz schwierige Zeit. Er hatte 5 Monate Koliken. Mein Mann schrieb ein Buch. Wir waren gerade aus Plum Village fort, Existenzaufbau. Und es war eine unglaublich harte Zeit. Ich habe mich völlig verlassen gefühlt. Er hat sich nicht unterstützt gefühlt. Und wir haben hinterher richtig lange gebraucht, um diesen Knoten, der sich gelöst hat, wieder, der sich gebildet hatte, wieder zu lösen. Und ich habe in der Tiefe wirklich, was da geschehen ist, erst nach ein paar Jahren verstanden. Und ich denke nur deshalb, weil wir uns einfach sehr, sehr viel Zeit genommen haben. Immer wieder auch sprechen, immer wieder uns austauschen und uns die Zeit schenken, wirklich. Diese Zeit, die wir uns schenken, ist genau wie bei einem Gärtner. Ich kann keinen schönen Garten kultivieren, wenn ich mir keine Zeit nehme. Jeder, der einen Garten hat, kennt das. Ich muss meine Zeit, meine Liebe, meine Energie da reinstecken, wenn dieser Garten blühen soll. Und in unserem Beziehungsgarten genauso. Wenn wir uns nicht kümmern, wie soll das blühen? Und wenn wir uns nicht mitteilen, dann ist es schwierig auch, was zu entwickeln. Ich habe gemerkt, als Beispiel, ich war mit meiner Art, mit Geld umzugehen, immer völlig glücklich. Und diese Art hat meinem Mann ganz viele Schwierigkeiten gemacht. Und einfach zu merken, dass ich jemand anderem Leiden schaffe mit meiner Art, und dann zu sehen, okay, da kann ich was machen, auch wenn ich vielleicht damit glücklich bin, aber ich mache ihm Leiden. Und so zu sehen, dass es gibt diese schöne Kalligrafie, Glück ist keine individuelle Angelegenheit. Dass wenn ich was nur als mein Glück durchziehen will, es funktioniert nicht. Es kommt im Leiden der anderen Person wieder zu mir. Und diese Verwobenheit zwischen uns, Innerbeziehung, wirklich wahrzunehmen, das hilft mir so, offen zu bleiben. Es gibt dieses schöne Gedicht, was ich gerne vorlesen möchte, was bestimmt einige kennen, über die Beziehung. Du bist ich und ich bin du. Zeigt sich nicht deutlich, dass wir miteinander verbunden, ineinander verwoben sind? Du hegst die Blume in dir, damit ich schön werde. Ich verwandle den Unrat in mir, damit du nicht leiden musst. Ich unterstütze dich. Du unterstützt mich. Ich bin auf der Welt, um dir Freude zu schenken. Du bist auf der Welt, um mir Freude zu sein. Wenn wir in dem Bewusstsein auf unsere Beziehung schauen, dann kann es uns viel leichter fallen, unser Herz offen zu halten. Ich möchte mit dem 5. Mantra enden. Das ist ein Mantra, was Thich Nhat Hanh nach langer Zeit noch gegeben hat. Und dieses Mantra heißt, This is a happy moment. Dies ist ein glücklicher Moment. Und das richtet sich so daran, wach zu sein für das Schöne, was wir in Beziehungen erleben, was schon da ist. Und da immer wieder uns dran zu erinnern. Und auch wenn wir eine Schwierigkeit haben, nicht zu denken, wir müssen das erst lösen, bevor wir wieder Freude miteinander haben können.
sondern wach zu sein, was ist an dem Schönen schon da. Und das ist ganz, ganz schön, auch mit Freunden, mit Samba-Freunden oder anderen Freunden, sich immer wieder zu erinnern, das ist ein glücklicher Moment und das zu sehen. Wir haben das mit Kindern so erlebt. Wir lesen gerade mit unserem Sohn Bücher von Erich Kästner. Pünktchen und Anton, das fliegende Klassenzimmer. Und da sind ja einige Elterngeschichten, die eine Mutter ist schwer krank von Anton, stirbt fast, der muss sie versorgen. Oder im fliegenden Klassenzimmer, der eine Junge wurde von seinem Vater in New York auf den Dampfer gesetzt und weggeschickt. Und wir merken an unserem Sohn, wie ihn das wach macht, für diese Situation mit Eltern zusammenzuleben und wie sich wirklich sein Verhalten ändert und wie diese Geschichten von Kästner ihn öffnen, glaube ich, nochmal anders auf unsere Familie zu schauen. Und das ist in Form eines Kinderbuchs. Aber ich glaube, wir finden auch in unserer Kultur, in unserem Umfeld viele Sachen, die uns daran erinnern, zu sehen, welche guten Bedingungen wir haben in unseren ganzen unvollkommenen Beziehungen und wie viel da ist, um sagen zu können, this is a happy moment. Und dafür wirklich auch wach zu sein. Ja, vielen Dank fürs tiefe Zuhören.